Drogeriemärkte der Rossmann-Kette gehören ganz selbstverständlich zum Bild deutscher Innenstädte. Seit 1972 hat sich das von Firmengründer Dirk Rossmann aufgebaute Imperium zu einer der größten Erfolgsgeschichten in Deutschland und Europa gemausert. Inzwischen gibt es mehr als 4000 Filialen der Drogeriemarktkette. Die Zahl der Mitarbeiter beläuft sich auf mehr als 56.200. Hinter dem europaweit erfolgreichen Unternehmen steckt Geschäftsmann Dirk Rossmann, der als gelernter Drogist sein erstes Geschäft im März 1972 in Hannover eröffnete. Der Laden war ein echtes Novum. Erstmals stand den Kunden das Drogeriesortiment im Selbstbedienungsformat zur Verfügung. Die Zahl seiner Geschäfte sollte sich innerhalb eines Jahrzehnts auf 100 Märkte in Norddeutschland vergrößern. Der Erfolg des Rossmann-Imperiums schlägt sich auch auf Dirk Rossmanns Konto nieder. Das renommierte Forbes-Magazin schätzte sein Vermögen 2016 auf rund 2,7 Milliarden US-Dollar. 2020 soll sich das Vermögen des Rossmann-Gründers auf 4,4 Milliarden US-Dollar belaufen haben. Protz und Luxus sind Dirk Rossmanns Sache jedoch im Privatleben nicht. Der Unternehmer ist für seinen bescheidenen Lebensstil bekannt und macht sich nichts aus Statussymbolen, die andere erfolgreiche Unternehmer gern zur Schau stellen. Die schwierigsten Zeiten seiner Unternehmerlaufbahn hat Dirk Rossmann bereits hinter sich. Im Herbst 2018 verriet der Firmengründer in einem Interview den bislang größten Kampf seines Lebens. Anfang der 1990er Jahre expandierte die Drogeriekette Rossmann stark, machte Schulden. Für Dirk Rossmann eine Entwicklung, die nicht spurlos an ihm vorüberging. Meine innere Ruhe blieb dabei auf der Strecke. Ich wurde nervös. Auch ein guter Chef war ich nicht. In dieser Zeit habe ich nur wenig geschlafen. Am Ende erlitt ich einen Herzinfarkt. Das war eine furchtbare Zeit, so der Firmengründer im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Spodon News. Inzwischen legt Dirk Rossmann Wert darauf, auch mal abzuschalten. Mir ist es einfach wichtig, Spaß zu haben und in guter Gesellschaft zu sein. Sei es mit meiner lieben Frau oder meinen Freunden, so der Unternehmer, der zu seinen Hobbys Wandern, Skat, Tennis, Schach, Fußball und Meditieren zählt. In der Familie findet der im September 1946 geborene Unternehmer einen Rückzugsort. Seit 1982 ist Dirk Rossmann in zweiter Ehe mit seiner Ehefrau Alice Schad Rossmann verheiratet. Aus seiner ersten Ehe stammen die beiden Söhne Daniel und Raoul. Die junge Rossmann-Generation ist bereits bestens in das Familienunternehmen integriert. Beide Söhne sind studierte Betriebswirte und in der Rossmann-Unternehmensleitung beschäftigt. Wer meint, Rossmann verstünde sich nur auf Drogerieartikel und Geschäftsbilanzen, der irrt. Der Unternehmer ist auch als Bestsellerautor erfolgreich. Sein autobiografisches Erstlingswerk »Dann bin ich auf den Baum geklettert« katapultierte Dirk Rossmann 2018 auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Im November 2020 erscheint ein weiteres Buch aus der Feder des Unternehmers. In »Der neunte Arm des Oktopus« soll es um den Klimawandel gehen, kündigte eine Sprecherin des Rossmann-Unternehmens vor der Erscheinung des Buches an. In dem Thriller verbünden sich Russland, China und die USA im Kampf gegen den Klimawandel. Mit dem Buch habe er Großes vor. Ja, ich will die Welt verändern und ich hoffe, dass mir das mit einem Buch gelingen kann. Auf jeden Fall habe ich ein Exemplar mit einer besonderen Widmung an Putin auf den Weg gebracht.